Hallihallo, meine lieben Ritter, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play King's Quest. Wir sind hier wieder ganz am Anfang, so wie es scheint. Wir haben Manny, beziehungsweise die Sphinx, in eine Katze verwandelt. Schon wieder. Und ja, jetzt sitzen wir hier immer noch fest. Und wie geht's, glaube ich, nicht so gut, denn sie scheint in Einzelteile zerbrochen zu sein. Was muss ich denn jetzt hier machen? Hier kann man bestimmt irgendwas zusammenlegen, so wie das aussieht. Ich habe nur den goldenen Pfeil. Der goldene Pfeil, der goldene. Ja. Mehr nicht. Okay. Hier ist irgendwie... Der hat was in der Hand. Ich hatte einen Hinweis gefunden. Okay. Was haben wir da erhalten? Ein Hinweisobjekt. Gut. Ich gucke mich ja erstmal um. Das hier ist ein Zahlenschloss. Okay. Hoffentlich erscheint bei der richtigen Melodie ein guter Geist. Ich glaube, das kann nicht sein. Ich probier's nochmal. Ich glaube, das hat sie schon mal ausprobiert. Achtung, ich suche nach Hinweisen. Ja, bei der Tür wissen wir auch noch nicht, was das darstellen soll. Das könnte eine Weile dauern. Oh, puzzeln, darf ich das machen? Ich puzzle gerne. Okay, muss ich einfach nur... Warte mal. Ich leg mal das Ding da drauf. Oh Mann. Oh nee, jetzt fehlen bestimmt noch drei Teile und dann müssen wir irgendwas nach Farben sortieren oder nach Symbolen oder so und oh Mann, oh. Das wird fies. So, hier haben wir schon mal eine 2. Ach du meine Güte. Okay, das können wir jetzt nicht weiter drehen. Das ist schon mal gut. Steckt ein Schwert im Stein. Spannend. Schwert im Stein. Faszinierend. Okay. Hier ist sonst aber nichts. Dieses Schild muss man nicht lesen. Kopfschütteln, dann ist's gewesen. Soll ich jetzt meinen Kopf schütteln? Ich schüttel mal meinen Kopf. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Mach das mal auch, da ist, glaube ich, irgendwas drauf. Da erscheint irgendwas. Ist das ein Hufeisen? Also ich erkenne da irgendwie so eine Form. Hier ist irgendwie so eine Art Hufeisen, oder? Dieses Schild muss man nicht lesen. Kopfschütteln, dann ist's gewesen. Da ist ein Hufeisen drauf oder sowas. Aber da wird einem ja schlecht von... Auf dem Schild stand, 4 Streichhölzer wegstecken und die Antwort hat 3x3 Ecken. Ach du Scheiße. Sag das nochmal. Auf dem Schild stand, 4 Streichhölzer wegstecken und die Antwort hat 3x3 Ecken. 4 Streichhölzer wegstecken und die Antwort hat 3x3 Ecken. Ich sollte alle Streichhölzer zurücklegen. Wieso? Das war doch richtig. 3x3 Ecken. Oh nee, ich kann sowas nicht. Ich finde das furchtbar. So Streichholzrätsel kann ich gar nicht. Und warum sind hier Nummern drauf? 1, 1, 4, 4, 6 und 6? Ich verstehe das Rätsel nicht. Ich sollte alle Streichhölzer zurücklegen. Ja, ich weiß nicht, wie man die resettet. Man nimmt 4 weg und die Antwort hat 3x3 Ecken. Moment, Auf dem Schild stand, 4 Streichhölzer wegstecken und die Antwort hat 3x3 Ecken. Die Antwort hat 3x3 Ecken. Das heißt, es ist eine 9, ja? Also 9 muss das Ergebnis sein. Darum die Zahlen hier irgendwie. 4 und 6 sind ja schon 10.
6 und 6 sind 12. 1 und 1 sind 2, 6. Hä, da komme ich doch nie auf 9. Ach doch, 4, 4 und 1. Oder muss ich das gar nicht rechnen? Hä? Ich nehme die mal aus der Mitte. Achso, nee, das hier hätte ich wahrscheinlich liegen lassen sollen. Ich sollte alle Streichhölzer zurücklegen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. So, jetzt haben wir hier schon mal eine 9. Ja, das stimmt doch nicht. Ich sollte alle Streichhölzer zurücklegen. Ich habe keinen Plan. Ich sollte alle Streichhölzer zurücklegen. Ich weiß, ich kann sowas nicht. Jetzt kommentiere ich nicht weiter. Das verrät sonst noch die Lösung. Wieso? Das ist ein Schwert? Eine Sanduhr? Oh. Was haben wir hier? Das kann man auch nur einmal drehen. Okay. Wozu? Hier ist gar nichts. Hä? Warum kann ich das angucken, wenn hier gar nichts ist? Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will kein Streichholzrätsel machen. Ich hasse sowas. 2, 4, 3 sind auf jeden Fall die Nummern hier. Wenn ich es einfach mal ausprobiere. Die in der Reihenfolge. Nö, natürlich nicht. Was haben wir denn? Hier haben wir ein Blatt Papier. Wozu? Oh Mann, ey. Ich versuche mal den Weg zu gehen. Ach so, kann ich gar nicht. Nee, okay. Muss ich jetzt echt das bescheuerte Streichholzrätsel machen? Ich verstehe das ja nicht mal. Auf dem Schild stand, 4 Streichhölzer wegstecken und die Antwort hat 3 mal 3 Ecken. Ich kann das nicht. Die Antwort hat 3 mal 3 Ecken und 4 muss ich wegnehmen. 4 habe ich verstanden, 4 muss ich wegnehmen. Die Antwort hat 3 mal 3 Ecken. Ich sehe hier sonst... Also hier ist ein großes Dreieck, ne? So. Ich sehe hier aber kein anderes großes Dreieck. Hä? Ich glaube, das ist so ein Mathe-Rätsel. Ich kann das nicht. Ich kann keine Mathe-Rätsel. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht groß jetzt die Motivation, über ein Streichholzrätsel nachzudenken, weil ich kann das nicht. Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht. Ich sollte alle Streichhölzer zurücklegen. Ja, ist schon klar.
Antwort hat 3x3 Ecken. Kann ich denn wieder welche hinlegen? Nee. Ich sollte alle Streichhölzer zurücklegen. Was haben denn die Zahlen zu bedeuten? Das ist doch irgendwas mit der 9. Ich hatte es doch schon mal, dass die hier zusammen sind. So, das ergibt eine 9. Ich sollte alle Streichhölzer zurücklegen. Ich sollte alle Streichhölzer zurücklegen. Okay, Leute. Ich habe jetzt nachgeguckt, wie das funktioniert. Es ist total einfach. Ich weiß zwar nicht genau, wie das jetzt miteinander zusammenhängt, aber wir müssen einfach nur 3 einzelne Dreiecke haben. Gelöst! Okay. Aber ich bin ja da jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Also wirklich nicht. Tut mir leid. Und kann ich jetzt hier irgendwas mitnehmen? Nee, okay. Was bringt mir das? Hier war doch noch das mit dem Kopfschütteln. Dieses Schild muss man nicht lesen. Kopfschütteln, dann ist's gewesen. Kann ich hier so manuell den Kopf schütteln als Graham oder wie? Nee, wahrscheinlich nicht. Also hier steht eine 1, eine 2, eine 1, eine 4 und eine 3. Achso, muss ich die Rätsel in der Reihenfolge? Hä? Wie kann ich denn jetzt die anderen Rätsel lösen von denen? Ich arbeite noch dran. Das ist schwieriger, als es aussieht. Die Teile sind doppelseitig. Ja, warum kann ich denn da nicht mitmachen? Also, was soll ich hier jetzt überhaupt machen? Ich habe nur den Pfeil. Bin ich blöd? Hä, jetzt kann ich das Schwert hier auch nicht mehr anvisieren. Was zur Hölle? Was soll ich denn hier machen? Das ist eine 2, das ist eine 1 mit einem Bild, wo man den Kopf schütteln soll. Das hier habe ich schon gemacht. Auf dem Schild stand, 4 Streichhölzer wegstecken und die Antwort hat 3x3 Ecken. Ich kann hier nichts machen. Ich weiß auch nicht, was die Bilder bedeuten sollen. 3 Schwerter sind das? Was das hier ist, weiß ich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich die Das kann ich hier auch nicht aufnehmen. Oh Mann. Hier haben wir wieder einen Pfeil. Hm.
Das hilft mir doch hier nicht. Das wird wahrscheinlich irgend so ein Labyrinth. Eigentlich müsste ich die Kiste irgendwie aufbekommen. Aber wie? Also ich meine, mit welchen Zahlen soll ich denn hier arbeiten? Wir haben die Zahlen 4, 3, 2, 1. Ja, schön. Wir haben drei Dreiecke. Und die anderen lassen mich ja da in ihre Spielchen nicht mitmachen. Ist voll doof. Ich will auch mitmachen. Das ist ein Hinweis, ja? Sollen wir um einen Tipp bitten? Ich habe keinen blassen Schimmer. Was soll dieses Bild hier an der Wand? Dieses Schild muss man nicht lesen. Kopfschütteln, dann ist's gewesen. Ja, da ist... Oh Gott! Ich fall gleich vom Stuhl. Kopfschütteln, dann ist es gewesen. Ja, das ist für mich ein Hufeisen, wenn ich den Kopf schüttle. Ihr müsstet mich mal sehen. Schade, dass ich keine Facecam habe. Hier ist ein Hufeisen. Was soll das? Klar ist das. Aber warum? Wir mussten den Code knacken, um zu entkommen. Ach, hier sind doch mal Buchstaben. Okay, die Zahlen. Was soll das, ein O sein oder ein umgekehrtes U? Die Zahlen deuten dann wohl auf die Reihenfolge. Von dem Schloss hier hin, oder? Den Hebel hier kann ich nicht nochmal bedienen. Ich würde diesen Schalter nicht nochmal ziehen. Ja, nee. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich hier machen soll. Hilfe! Es sind drei Schwerter drauf. Ich weiß es nicht. Hier ist auch nichts mehr. Code knacken von der Truhe. Dazu müsste ich ja erstmal wissen, wie die Zahlenreihenfolge ist. Oder welche Zahlen da überhaupt hinkommen. Weißt du was? Nee, hätte ja sein können. Weil hier alles irgendwas mit 3 zu tun hat. Hier 3 Felder sind nicht belegt und da drüben haben wir 3 Dreiecke und ja, weiß ich auch nicht so genau. Hm. Das Schwert kann ich nicht mehr nehmen. Ich kann hier gar nichts mehr machen. Okay, ja, dann beende ich erstmal die Folge und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge zu Let's Play King's Quest. Bis dann, ciao!